Moin Leute und herzlich willkommen zu unserem nächsten Tool von der Community. Dieses Mal handelt es sich um ein Online-Hashing-Tool, logischerweise online, wenn es auf der Webseite steht, ist mir klar. Und ich möchte hier ganz kurz noch Props für das Bild geben, und zwar das Bild habe ich diesmal auch nicht selber gemacht, sondern das wurde auch von unserem Autor gemacht, der auch das Tool geschrieben hat. So, zum Tool selber, und zwar ist es diesmal von unserem Tim, beziehungsweise Script-Tim heißt er im Forum und ich glaube auch auf GitHub. Und ja, der Link hier geht natürlich dieses Mal auch wieder auf GitHub, denn dort befindet sich der Source Code für genau diesen wunderbaren, dieses wunderbare Tool. Ihr könnt hier einen String eintragen, zum Beispiel, Hello World, und ihr könnt einen Salt eintragen, irgendwas randommäßiges, und dann, falls ihr HMAC berechnen wollt, wer nicht weiß, was HMAC ist, sollte sich meine Videos dazu angucken. Falls ihr den berechnen wollt, müsst ihr den Schlüssel eintragen, ansonsten aber nicht. Und ja, jetzt können wir hier einfach auf Generate Hashes klicken und wir haben automatisch alle unterstützten Hashes, die berechnet werden. Das heißt, wir können hier überprüfen den MD2-Wert sogar, den MD4-Wert, MD5, SHA-1, SHA-224, 256, alle möglichen Hashes. Und ja, das Ganze ist natürlich sehr, sehr mächtig. Also ihr seht, es werden sehr, sehr viele verschiedene Hashes unterstützt. Deswegen, falls ihr irgendwann mal was überprüfen wollt, einfach irgendwie was testen wollt, ob irgendwas richtig gehasht wurde oder ob irgendwas ein Hash ist, dann ja, könnt ihr einfach hier mal online probieren, eure Hashes eintragen und schon ist gut. Ich selber werde das Ganze auch benutzen in Zukunft. Ich weiß auch schon genau für was, aber das verrate ich jetzt an der Stelle nicht weiter. An der Stelle möchte ich mich aber nochmal bedanken für dieses wunderbare Tool bei Tim. Und ja, wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.